Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir heute Daniel 7, diese Verse 7 bis 14. Daniel 7, 7 bis 14. Das nimmt uns dann schon ein Stück hinein über die Gerichte, über das zu Gericht sitzen Gottes und der Seinen am Ende der Zeit. Nach diesem sah ich in der Nacht Gesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte, und ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Denk gerade so beim Lesen wunderschön, diese Einschübe, Verse 9 und 10, mitten in dieses Entwickeln des Tieres, das da große Dinge redet, kommt dieser Einschub, während dass sich hier wie wild gebärdet und meint, es wäre was weiß wer, nimmt bereits der himmlische Thronsaal Platz, um über ihm Gericht zu sitzen. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wir erheben uns zum Gebet. Lebendiger Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch heute Morgen vor deinem Angesicht zusammenkommen dürfen, dass du in unserer Mitte bist, dass du alles Böse, alles Falsche draußen hältst, unsere Herzen öffnest, dass dein Wort unsere Herzen trifft, dass wir innehalten vor dir, dass wir uns auch freuen dürfen, was wir gerade gesungen haben, dass du uns von allen Sünden erlöst hast. Und selbst wenn eine Mutter ihr Kind verstoßen würde, dass es vor ihren Augen keine Gnade mehr fände. Was menschlich kaum vorstellbar ist, das ist bei dir völlig unvorstellbar, dass ein Sünder, der Buße tut und umkehrt, bei dir keine Gnade finden sollte. Und so danken wir dir, dass wir auch alles, was wir in der vergangenen Woche falsch gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind vor dir und vor den Menschen, vor dich bringen dürfen und wissen dürfen, es ist vergeben und vergessen und ausgeräumt. Und deine Gnade ist alle Morgen neu. Auch dafür loben und preisen wir dich. Dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass wir uns von dir zurechtbringen, ermutigen und stärken lassen, auch für die vor uns liegende Woche. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext heute, die Verse Offenbarung 20, 4 bis 6, sind nochmal ein letztes Mal bei diesem Abschnitt mit einem vierten Teil unter dem Thema Wir werden mit Christus regieren. Offenbarung 20, 4 bis 6. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben.
Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Völlig unvermittelt erscheinen in Vers 4 Throne und solche, die sich darauf setzen. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Meines Erachtens handelt es sich hier eindeutig nicht um die 24 Ältesten, auch wenn diese in Offenbarung 5 sagen, Vers 10, und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Worin besteht der Unterschied zwischen den 24 Ältesten und denen, die jetzt hier Platz nehmen? Als in der Thronschau in Offenbarung 4, Vers 4 das erste Mal diese 24 Ältesten auftauchen, da sitzen sie bereits auf den 24 Thronen, da sind sie bereits mit weißen Kleidern bekleidet und haben auch bereits goldene Kronen auf ihren Häuptern. Zweifellos gibt es eine enge Verbindung zwischen diesen 24 Ältesten und der Gruppe derer, die hier Offenbarung 20,4 erstmals auf den nun für sie bereitgestellten Thronen Platz nehmen. Die 24 Ältesten sind meines Erachtens auch nicht die bereits entrückte Gemeinde. Das wird vor allem von Vertretern der Vorentrückung häufig vorgebracht, obwohl ich zur Vorentrückung, wie ich immer wieder sage, neige. Sehe ich in den 24 Ältesten keineswegs die entrückte Gemeinde. Sie gehören vielmehr gewissermaßen zur Grundausstattung des himmlischen Thronsaals. Das heißt, sie repräsentieren seit jeher am Thron Gottes das Volk Gottes des Alten und des Neuen Bundes. Manche verweisen bei der Zahl 24, auch bei diesen Ältesten, auf die 24 Priesterabteilungen, die es im Alten Bund gibt. Das ist kein Widerspruch zum Gesagten, sondern in meinen Augen eine Bestätigung, denn auch diese 24 Priesterabteilungen dienen meines Erachtens demselben Zweck. Der Heilsplan Gottes für sein Volk aus Israel und aus den Heiden war ja von Grundlegung der Welt an schon festgelegt und bekannt. Und so sind auch diese 24 Priesterabteilungen bereits ein prophetisches Abbild auf die ganze Gemeinde, die für den alten Bund durch die 12 Stämme oder Söhne Israels und für den neuen Bund durch die 12 Apostel repräsentiert ist. So sehen wir es dann ganz genau auch im neuen Jerusalem, dessen 12 Tore die Namen der 12 Stämme oder Söhne Israels tragen und deren Mauer 12 Grundsteine hat, mit den Namen der 12 Apostel. Also wir haben da insgesamt mindestens dreimal die Zahl 24 im Alten Testament, schon als prophetische Vorabbildung auf Erden, die 24 Priesterabteilungen, die 24 Ältesten im himmlischen Thronsaal und im neuen Jerusalem zweimal die 12 mit zusammen 24 hier aufgeschlüsselt, ansonsten in der 24 direkt zusammengefasst. Weil es sich in Offenbarung 20,4 nicht um die 24 Ältesten handelt, gibt es auch keinerlei Rückverweis. Also es wäre völlig absurd, wenn hier die 24 Ältesten gemeint wären, wenn die nicht einfach genannt werden, nachdem die ja schon mehrfach erwähnt wurden. Sondern es taucht hier tatsächlich eine neue Gruppe auf. Wir haben allerdings natürlich grundsätzliche inhaltliche Entsprechungen, die logischerweise bestehen zwischen dem himmlischen Urbild und seiner irdischen Erfüllung, beziehungsweise dann endzeitlichen, aber ist ja noch
genau, mit der Erde verknüpft. Diese Entsprechungen Throne, Gericht, Herrschaft. Wer aber sind nun die, wenn es nicht die 24 Ältesten sind, die auf den Thronen zum Gericht Platz nehmen? Im weiteren Verlauf von Vers 4 werden sie näher vorgestellt. Es scheinen zunächst, mag manchen irritieren, nur Märtyrer zu sein. Solche, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Adolf Pohl weist in seiner Auslegung auf die bemerkenswert historisch exakte Formulierung hin, denn für enthauptet steht im Griechischen wörtlich gebeilt, also mit dem Beil enthauptet. Und der Begriff kommt interessanterweise tatsächlich im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor. Und Adolf Pohl weist weiter darauf hin, dass die Römer tatsächlich bis ins erste Jahrhundert nach Christus Enthauptungen mit dem Beil durchgeführt haben, erst danach mit dem Schwert. Also immer wieder auch da überraschend, wie präzise, historisch präzise, zuverlässig, bis in solche kleinen, man könnte sagen unwesentlichen, aber eben doch präzisen Details. Mancher kennt vielleicht noch die Faszies, die Liktorenbündel aus dem Geschichtsunterricht, mit denen die Konsuln, Prätoren etc. ausgestattet waren, als Zeichen ihrer Autorität, Prügelstrafe und Todesstrafe verhängen zu können. Also bei uns kam das mal vor Jahrzehnten im Geschichtsunterricht vor, da kenne ich das noch, so ein Bündel, wo mittendrin das Beil steckt, also gebeilt. Vers 4 redet zunächst also ausdrücklich von Märtyrern, und ganz wörtlich von solchen, die mit dem Beil hingerichtet worden waren, die nun auf dem Thron Platz nehmen, auf diesen Thronen. Wir merken aber schon hier, dass wir den Wortlaut nicht auf die Goldwaage legen dürfen. Wenn wir es ganz wörtlich und ganz eng nehmen wollten, dann wären tatsächlich hier nur die gemeint, die als Märtyrer durchs Beil umgekommen sind. Alle Märtyrer zum Beispiel, die auf andere Weise zu Tode gekommen sind, wären dann schon nicht mehr dabei. Es kann nicht der Sinn sein. Der zweite Satzteil fügt noch hinzu: und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Manche Ausleger deuten entsprechend Offenbarung 13, 15, dass der falsche Prophet bewirkt, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, so dass diese zweite Beschreibung auch nur ausschließlich die Märtyrer im Blick hat. Da habe ich Zweifel. Ich denke, manche werden es auch überlebt haben, die das Bild nicht angenommen, das Mahlzeichen nicht angenommen, das Bild nicht angebetet haben. Denn man darf zwei Dinge, denke ich, nicht übersehen. Erstens haben wir es bei alle, dort Offenbarung 13, wieder mit einer pauschalen Aussage zu tun. Und solche pauschalen Formulierungen darf man nicht wörtlich nehmen. Ich pflege als Beispiel aus unserem Sprachgebrauch immer auch zu sagen, das ganze Dorf war unterwegs oder war versammelt bei einem Jahrmarkt oder sonst irgendwas. Eine Redewendung pauschal, das heißt nicht, dass jeder Opa, jede Oma, jeder Bettlägerige, jedes Kind auch mit dabei war. Einfach eine pauschale Formulierung, dass es viele waren. So ist das hier auch zu verstehen. Zweitens, mag es das Ziel des falschen Propheten gewesen sein, möglichst alle töten zu lassen, die das Bild nicht anbeten. Das heißt aber längst nicht, dass ihm das auch gelungen ist. Herodes hatte auch vor 2000 Jahren Befehl gegeben, alle Knaben bis zu einem Alter von 2 Jahren in Bethlehem umzubringen. Mindestens bei Jesus ist ihm das nicht gelungen. Und gut 1500 Jahre zuvor hatte der Pharao in Ägypten Befehl gegeben, alle männlichen Neugeborenen der Israeliten zu töten. Und nicht nur Mose hat das überlebt. Also, aus der Aussage, dass der falsche Prophet alle, die das Bild des Tieres nicht angebetet haben, töten lassen will, dürfen wir aus mehreren Gründen nicht schließen, dass es tatsächlich so passiert ist. Aber auch wenn wir diese Formulierung weiterfassen, wären genau genommen nur die Gläubigen der großen Bedrängnis zur Zeit des Antichristen hier im Blick. Beides kann so exklusiv nicht gemeint sein. Ich betone deshalb immer wieder bei der Auslegung der Schrift, ist wichtig, dass man sich nicht nur an Einzelaussagen versteift und vertieft, sondern die Schrift als Ganzes auch vom unmittelbaren Zusammenhang zu Wort kommen lässt. Und dann sehen wir hier gleich, es ist eine Umschreibung für alle Märtyrer und weit darüber hinaus für alle, die in den ganzen 2000 Jahren
der Gemeinde, dem antichristlichen Geist widerstanden haben und Jesus treu geblieben sind. Woraus kann man das schließen? Ganz eindeutig, das gesamtbiblische Zeugnis, dass alle, die zu Jesus gehören, an der ersten Auferstehung teilhaben. Sonst wären sie ja nach Vers 6 nicht glückselig und heilig. Also wir müssen den ganzen Abschnitt zusammennehmen. Wer zu dieser Gruppe gehört, hat den Tod überwunden. Da sehen wir, über diesen hat der zweite Tod keine Macht. Allein schon diese Aussage macht klar, dass hier über alle Märtyrer und Bekenner der Zeit der großen Bedrängnis hinaus alle Gläubigen gemeint sind. Denn über sie alle hat der zweite Tod keine Macht. Sie alle werden lebendig regieren mit Christus die 1000 Jahre. Die Märtyrer und Zeugen der großen Bedrängnis werden hier pars pro toto, also als Teil fürs Ganze genannt. Sie sind diejenigen, die den Kampf der Nachfolge in seiner heißesten und hier in der Offenbarung auch maßgeblichen, im Zentrum stehenden Endphase zu bestehen und sich darin zu bewähren hatten. Deshalb stehen sie hier als herausragende Gruppe genannt, für den ganzen Rest. Eine spannende Frage ist als nächstes, wie ist das hier mit der ersten Auferstehung zeitlich exakt zu verstehen? Wer davon überzeugt ist, dass die Entrückung zusammen mit der ersten Auferstehung erst hier zum Abschluss der großen Bedrängnis in Verbindung mit dem sichtbaren Wiederkommen Jesu stattfindet, hat hier zugegebenermaßen keine Probleme. Wer an einen früheren Zeitpunkt der Entrückung glaubt, sei es vor Beginn der 70. Jahrwoche oder spätestens zu Beginn der großen Bedrängnis, muss jetzt erklären. Denn hier sind ja die Zeugen der großen Bedrängnis mitgenannt, als diejenigen, die hier im Zusammenhang der ersten Auferstehung lebendig werden. William MacDonald schreibt dazu, und ich lese es vor, weil es eine sehr schöne, kurze, komprimierte Zusammenfassung dieses wichtigen Gedanken ist. Die erste Auferstehung ist kein Einzelereignis. Der Ausdruck beschreibt die Auferstehung der Gerechten zu verschiedenen Zeiten. Dazu gehört die Auferstehung Jesu, damit fängt sie an, Erstling der Auferstehung. Paulus schreibt ja auch, jeder in seiner Ordnung, der Erstling Jesus, 1. Korinther 15. Dann die Auferstehung derer, die Christus gehören, wenn die Gemeinde entrückt wird. Vermutlich, ich gehe davon aus, bis zum Ende des Gegenteils, dass da auch die Gläubigen des Alten Testaments dabei sind. Ich habe bisher noch keine überzeugende Stelle gefunden, die sagt, dass die irgendwo separat auferweckt würden. Dann die Auferstehung der beiden Zeugen, Offenbarung 11. Und schlussendlich die Auferstehung der Heiligen aus der Trübsal, die hier beschrieben wird. Mit anderen Worten, so weiter William MacDonald, gehört zur ersten Auferstehung die Auferstehung Jesu und aller echten Gläubigen, auch wenn sie zu verschiedenen Zeiten auferweckt wurden. Die erste Auferstehung wird in mehreren Stufen stattfinden. Soweit William MacDonald. Also das können wir so festhalten, wie es William MacDonald schreibt, selbst wenn die Entrückung später stattfinden würde. Aber trotzdem haben wir vorher ja schon die Auferstehung Jesu. Und man muss übrigens dazu nehmen, hat er überraschenderweise nicht erwähnt, Matthäus 27, diejenigen, die am Ostermorgen nach Christus ebenfalls ihre Gräber verlassen haben. Matthäus 27, Vers 52, folgende. Da muss es sich übrigens mit Sicherheit wohl um Heilige des Alten Bundes gehandelt haben. Matthäus 27. Denn so viele Jesus-Nachfolger, insbesondere aus den Nationen, damals ging das Evangelium ja vor allem noch auch an Israel, die schon gestorben sind während der dreijährigen Wirkungszeit Jesu, dürfte es in Jerusalem nicht gegeben haben. Also wir haben davon auszugehen, Matthäus 27, 52 folgende berichtet von Gläubigen des Alten Bundes, die hier am Ostermorgen nach der Auferstehung Jesu auferweckt wurden und etlichen erschienen. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, sagt Matthäus 27, redet von vielen, die da aus den Gräbern gekommen sind. Und wir haben damit ein klares biblisches Zeugnis, dass selbstverständlich auch die Gläubigen des Alten Bundes an der ersten Auferstehung teilhaben.
Es ist also keine Frage, dass seit der Auferstehung Jesu am Ostermorgen mehrere Auferstehungen stattgefunden haben, die alle miteinander zur sogenannten ersten Auferstehung zu rechnen sind. Wenn die Entrückung zusammen mit der allgemeinen Auferstehung der Gerechten des Alten und Neuen Bundes vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu stattfindet, dann ist die Frage, wie ist es dann mit denen, die später als Gläubige sterben? Das Problem haben dann logischerweise diejenigen nicht, die erst mit einer Nachentrückung quasi rechnen. Die haben es dann etwas einfacher. Ich neige, wie gesagt, zur anderen Tendenz und sehe zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden dann tatsächlich bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu auferweckt, oder, was ich persönlich für wahrscheinlicher halte, sie werden nach ihrem Tod sofort mit dem himmlischen Herrlichkeitsleib überkleidet. Allerdings muss man sagen, wir können hier nur vermuten, die Bibel sagt, soweit ich sehe, nichts Explizites dazu. Wir halten aber fest, die erste Auferstehung umfasst alle verstorbenen Gläubigen des Alten und Neuen Bundes bis zur sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Sie alle regieren mit Christus die 1000 Jahre. Das ist eine Verheißung, die für die Gemeinde anknüpft an das, was Gott schon im Alten Bund an Israel vorhergesagt und verheißen hat. Die Zusage, die Offenbarung 1, Vers 6 der Gemeinde gegeben ist und hat uns zu Königen und Priestern gemacht, knüpft praktisch wortgleich an die Verheißung an, die schon 2. Mose 19, Vers 6 dem Volk Israel gegeben ist. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Also schon sehr früh hat Gott seinem Volk Israel diese Zusage gegeben, diese Perspektive, ihr sollt mir ein Volk von Königen und Priestern sein. Und wir sehen von Anfang an, kommen wir nachher nochmal drauf, ist das Königtum und das Priestertum untrennbar miteinander zu einer Einheit verbunden. Wichtig allerdings, sie gilt den Gläubigen des Alten Bundes. Sie gilt nicht Israel pauschal als Volk Gottes. Muss man immer wieder auch in Richtung derer sagen, die da eine völkische Überschätzung des Volkes Israels sehen und vertreten und meinen, Israel wäre schon einfach per se als Volk etwas ganz anderes und Einzigartiges etc. Es ist ausschließlich durch die Berufung Gottes und indem der Mensch, auch der Israelit, auf diese Berufung Gottes im Glauben antwortet. Daher macht es auch im Alten Testament immer wieder sehr, sehr deutlich, dass Israel als Volk gar nichts Besonderes ist. Im Gegenteil, eines der geringsten und erbärmlichsten. Ich habe es einmal in der Predigt ausgeführt, glaube ich, bei Hesekiel, wo der Herr sagt, du warst ja wie ein weggeworfenes, nicht mal ordentlich abgenabeltes Kind, Säugling, den man in den Straßengraben geworfen hat, da habe ich dich verdreckt, verschmutzt, verlumpt, kurz vor dem Tod aufgeklaubt und hochgepäppelt. Also nicht Israel einfach als Volk, auch nicht als Volk Israel im tausendjährigen Reich, sondern als das, das nun in der Verbindung mit dem Herrn lebt. Das ist ganz wichtig. Dieses mit Christus herrschen wird zwar wiederholt genannt, das macht es auch etwas schwierig vom Alten bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung hinein, aber es wird kaum konkret ausgeführt. Ich habe nochmal in der Vorbereitung für den heutigen Sonntag für die Predigt die einschlägigen Stellen, soweit ich sie gefunden habe, durchgeschaut und werde sie auch zitieren, 2. Mose 19, 6. Wie auch Offenbarung 1,6 im Neuen Testament machen nur die Grundaussage, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Mehr sagt die Bibel hier nicht. Ebenso 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wir sehen zwar wieder, wie königlich und Priestertum zusammengefügt sind als eine Einheit, aber mehr wird nicht gesagt. Offenbarung 3,21, Sendschreiben an Laodicea. Andere Formulierung, gleiche Sache. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ich habe gedacht bei der Vorbereitung, ist das nicht beeindruckend,
dass gerade diese Zusage, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, der Gemeinde Laodicea gegeben ist. Den Überwindern in Laodicea. Denn Laodicea ist ja die abgefallene Endzeitgemeinde. Aber auch da gibt es noch Überwinder. Und gerade denen, die unter besonders widrigen Umständen ihren Glaubenskampf bestehen, wie auch den ausdrücklichen Märtyrern, wird diese Verheißung besonders zugesprochen. Ich dachte wahrscheinlich als ganz besonderes Gegenüber zur erlittenen Erniedrigung stellt der Herr gerade dieser Gruppe, diesem gedemütigten Häuflein der Endzeit, die kommende Erhöhung vor Augen. Wer da durch muss, durch diese Zeit der Laodicea-Gemeinde, dem sagt der Herr in besonderer Weise, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Da man auch die Demütigungen, Erniedrungen, Anfeindungen dieser Tage nicht zu wichtig nehmen. Die Schmerzen schon vielleicht. Und da kommt manches auch noch auf uns zu. Aber der Herr richtet uns den Blick auf den Thron, auf die Herrlichkeit, die wir an seiner Seite einnehmen werden. Aber wir sehen, viel ist über dieses priesterliche Königtum praktisch nicht gesagt. Es wird noch das bekehrte Israel da sein, das bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu zum Glauben kommt, das hier nicht in Erscheinung tritt, weil die Offenbarung das Buch der Gemeinde und nicht Israels ist. Wichtig und gegen manche Auslegungen ist festzuhalten, auch das bekehrte Israel wird nicht mit Christus herrschen. Matthäus 19, 28, parallel Lukas 22, sagt der Herr zu seinen Aposteln, ihr, die ihm mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Das durfte sich sicher auch auf das tausendjährige Reich und vielleicht auch auf die Zeit davor beziehen, was da an Israel in den 12 Stämmen geschehen ist. Das heißt, die auferweckten Gläubigen, hier zumindest die 12 Apostel, werden an der Seite Jesu auch über die 12 Stämme Israels richten und herrschen. An anderer Stelle sagt Paulus ja auch, wisst ihr nicht, dass ihr die Engel richten werdet? Also da, das sind lauter so kleine, kurze Splittergedanken, nirgends näher ausgeführt, so kleine, kurze Andeutungen, ohne was allzu Konkretes. Das Richten ist ein Teil, vielleicht der erhabenste Teil des Herrschens. Das sehen wir ja auch manchmal bis auf sehr schmerzhafte Weise bis heute. Denn rein theoretisch betrachtet ist natürlich der vornehmste Teil des Herrschens die Gesetzgebung. Damit wird ja festgelegt, was in einem Land gemacht werden darf, aber nicht und nicht. Wir merken aber, das ist reine Theorie. In der Praxis entscheiden die Richter. Und wir merken es bis hin zum Bundesverfassungsgericht, dass er eigentlich die Aufgabe hat, die Verfassung oder unser Grundgesetz, das wir anstelle einer Verfassung haben, zu schützen und in Geltung zu halten. Aber über ein Verfassungsgericht gibt es nichts mehr. De facto ist das Bundesverfassungsgericht die höchste, letztentscheidende Instanz. Und wenn das Bundesverfassungsgericht noch so offenkundig Recht und unser Grundgesetz bricht und mit Füßen tritt, kann kein Mensch mehr was dagegen machen. Da sehen wir, weshalb das Richten die vornehmste, höchste Aufgabe des Herrschens ist. Und der Herr möge schenken, dass unsere Verfassungsrichter sich darauf besinnen, Recht zu sprechen und nicht Recht zu beugen. Und Paulus, genau, auch 1. Korinther 6, 2, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Der Aspekt des Herrschens mit dem Richten wieder verbunden. Entsprechend dem, was Daniel, wir haben es als Lesung gehört, Kapitel 7 sieht, dann die Verse danach, 18 und 22, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft behalten bis in Ewigkeit, ja bis in alle Ewigkeit, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Es ist nicht immer wieder beeindruckend, liebe Geschwister, wie sich solche Gedanken
dass die Heiligen des alten und neuen Bundes mit dem Herrn herrschen, richten, priesterliches Königtum wahrnehmen werden, wie sich das durchzieht. Und so Offenbarung 2, 26 und 27, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und sie wird sie mit eisernem Stab weiden, kommt auch wieder der Gerichtsgedanke rein. Und Offenbarung 5, Vers 10 hatten wir schon kurz. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht, singen da die 24 Ältesten für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Übrigens, soweit ich sehe, die einzige Stelle, die ausdrücklich sagt, auf Erden. So wenig ist dieses Richten, Herrschen, Priestertum ausüben, ansonsten konkretisiert. Nur an dieser einen Stelle, soweit ich sehe, heißt es auf Erden. In der Summe haben wir ein eindeutiges Zeugnis. Die Heiligen werden im tausendjährigen Reich über die Welt, die Nationen, aber auch über die 12 Stämme Israels herrschen und richten, hier mindestens die 12 Apostel, und zwar auf Erden. Wobei, das kommt später noch, aber hier sei es schon angedeutet, sich dieses Herrschen auf Erden auch im neuen Jerusalem, im neuen Himmel und auf der neuen Erde fortsetzen wird bis in alle Ewigkeit. So in den eben gehörten Versen Daniel 7, 18 bis 22 und bestätigt Offenbarung 22, Vers 5. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da ist dann natürlich die spannende Frage in der Ewigkeit, worüber soll man denn da noch herrschen? Darüber kann man wieder trefflich spekulieren. Ich lasse es bleiben. Die Bibel sagt darüber nichts. Adolf Pohl schreibt dazu, auch sehr klug allgemein gehalten, sie sind Glieder eines christozentrischen Herrschaftsverbands, innerhalb dessen ihnen die Funktion des Priesterlichen, nämlich Gott die Ehre zu geben. Das ist ja der wichtigste priesterliche Dienst, Gott zu loben und zu ehren, zugeteilt ist. Und in dieser Form üben sie mit an seiner Herrschaft aus, ohne dass uns die Bibel sagt, was sie genau zu tun haben. Da lassen wir uns dann eines Tages überraschen, was da auf uns zukommt. Das Herrschen hat also eine ganz stark priesterliche Qualität. Das Königtum und das Priestertum, ich habe es schon gesagt, sind von der ersten diesbezüglichen Verheißung angefangen zusammengefügt. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann ist es bei ihm ja auch so. Er herrscht nicht einfach, um Macht auszuüben, sondern er herrscht, um zu heilen und um zurechtzubringen. Priesterlicher Dienst. Ebenso Melchisedek, der im Grunde genommen das Urbild, ja auch der präexistente, wie man sagt, Christus im Alten Bund ist. Und er ist, das bedeutet sein Name, König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Und zugleich ist er das Urbild des Priestertums, wie es der Hebräerbrief dann entfaltet auch. In der Person des Melchisedek sehen wir diese unmittelbare Verbindung Königtum-Priestertum. Wir haben also verschiedene Stichworte, Könige, Priester, Throne, Richten, Herrschen über die Welt, über die 12 Stämme Israels auf Erden. Aber mehr als diese Stichworte gibt uns die Bibel, soweit ich sehe, nicht. Vermute auch, um uns nicht in den Hochmut zu treiben. Denn eigentlich, wenn wir da drüber nachdenken, also mir geht es da auch selber immer wieder so, und ist ein Thema, an dem ich mich in meinem ganzen Leben wenig rangemacht habe, bis jetzt vielleicht auf die Vorbereitung zu diesem Thema, zu dieser Predigt. Erstens sagt die Bibel nicht viel Genaues drüber und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man sich zu sehr in diese Gedanken hinein vertieft, solange wir noch auf dieser Erde leben, dass wir eines Tages berufen sind, mit Christus zu herrschen. Ist ja ähnlich wie beim himmlischen Hochzeitsmahl, wenn der Herr sagt, ich werde mich schürzen und euch zu Tisch dienen. So unglaublich. Ja, und es ist gut, wir lassen es dann dabei bleiben, dass wir demütig bleiben und uns nichts einbilden, was wir eines Tages dank der Gnade unseres Herrn in der Ewigkeit sein werden. Aber es darf uns Trost geben für die Zukunft, heute schon durchzuhalten. Also wir sollten zurückhaltend sein, über Dinge zu spekulieren, über die Gottes Wort nichts eindeutig gesagt, aber wir dürfen uns freuen und Kraft schöpfen draus, zu was wir eines Tages im Herrn berufen sind und in gewisser Hinsicht in ihm ja auch heute schon sind. Arnold Fruchtenbaum sieht die Herrschaft des tausendjährigen Reichs so aufgeteilt,
Viele lesen auch ihn und deshalb sei es auch kurz mit eingebunden. Er sagt, Christus wird über die ganze Welt regieren, über Israel und die Nationen. Die Gemeinde hat nach Fruchtenbaum aber nur an seiner Herrschaft über die Nationen Anteil. Seine Herrschaft über Israel übt Christus nach Fruchtenbaum durch den wiedererweckten David aus. Und Fruchtenbaum führt dazu einige Prophetenstellen aus dem Alten Testament an, etwa Jeremia 30, Vers 9, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. Es gibt noch mindestens drei weitere Stellen, die so ähnlich formulieren, Hesekiel 34, 23 folgender Hesekiel 37, 24 folgender und Hosea 3, Vers 5. Einfach der Vollständigkeit halber für die, die es interessiert, zu Hause nachschlagen wollen. An der Seite Davids sollen sie dann nach Matthäus 8, 19, 28, wo der Herr den Aposteln sagt, ihr werdet 12 Stämme Israels regieren, richten, werden die 12 Apostel an der Seite Davids über Israel herrschen. So sieht's Fruchtenbaum. Vielfach werden in der Auslegung diese prophetischen Worte auf David, auf Jesus gedeutet, der ja ein Sohn Davids ist, so wie Jesus der wiedergekommene Mose gewissermaßen, dass Jesus auch hier diese Verheißung von David erfüllt in seiner Person. Wahlwort sagt, und da stimme ich ihm zu, beide Deutungen dürften denkbar sein. Sowohl die wörtliche auf David bezogene, wie auch die übertragene auf Jesus bezogene. Klar ist in jedem Fall, als Heiliger des alten Bundes wird David zu den Auferstandenen der ersten Auferstehung gehören, die mit Christus und den übrigen Heiligen im tausendjährigen Reich herrschen. Also dabei ist er in jedem Falle. Ob dann in dieser herausgehobenen Position, wie es Fruchtenbaum sieht, oder nicht, das mag man so oder anders sehen. Fruchtenbaum führt dann noch auf zig Seiten anhand des Alten Testaments die besondere Stellung Israels im tausendjährigen Reich aus. Sicher wird Israel eine besondere Stellung haben, ist aber nicht Thema der Offenbarung. Aber nochmal, wir müssen festhalten, nicht so, als ob das Volk als solches so etwas Besonderes wäre. Das Besondere im tausendjährigen Reich ist, dass Israel jetzt zu dem wird, wozu es vom Herrn von Anfang an berufen wurde. Ein Volk, das in seinen Ordnungen und damit auch unter seinem Segen lebt. Und dadurch wird es dann auch seiner besonderen missionarischen Berufung gerecht, indem die Völker dann auf Israel schauen und erleben, wie dieses Volk unter der Herrschaft Jesu blüht und gedeiht, dann fangen sie an, sich auch danach zu sehnen, so unter dem Segen Gottes zu leben und nach dem Herrn zu fragen. Da gehören dann die ganzen entsprechenden alttestamentlichen Stellen hinzu. Für die Gemeinde, liebe Geschwister, ist der Kampf dann vorbei. Und ich vermute, darauf nach sehnen wir uns, also ich mich auf jeden Fall. Dann sind die Leiden, die Not dieser Zeit zu Ende. Jetzt hat die Gemeinde Teil an der Herrlichkeit Christi in Ewigkeit. Und liebe Geschwister, lange ist's, ohne Fristen nennen zu wollen, bis dahin wohl nicht mehr. Und in seiner Kraft halten wir auch die letzte Wegstrecke noch durch und wollen versuchen, in der Kraft seines Heiligen Geistes noch viele andere mit zu ermutigen und ebenfalls zu einem Leben mit Jesus einzuladen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, ja, wir loben und preisen dich, dass du uns diesen Blick nach vorn richtest, der uns aber auch wirklich mahnt, demütig zu bleiben. Ja, es ist unglaublich, eigentlich unfassbar, unvorstellbar, wenn wir uns wirklich wagen, es vorzustellen, dass du Throne aufstellen lässt und alle deine Heiligen mit dir regieren werden. Aber eben diejenigen, die treu geblieben sind, die durchgehalten haben bis ans Ende, das können wir durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist. Und so befehlen wir auch all die Geschwister zu Hause an, die mit uns verbunden sind,
dass du auch sie stärkst, tröstest, aufrichtest, auch manchen in Einsamkeit, manchen in Niedergeschlagenheit. Und der ganze Wahnsinn, das Böse dieser Tage geht ja an keinem von uns wirklich spurlos vorüber, dass du uns immer wieder Kraft, Trost, Ermutigung, Zuversicht schenkst, durch dein Wort, durch deine Gegenwart, dass du uns anrührst, schützend bewahren deine Hände um uns hältst, auch unsere Gemeinde vor allen Angriffen des Bösen bewahrst und sie in reinen Segen verwandelst. Bitten dich auch für unser Volk und Vaterland, Herr. Du siehst, wie viel da im Argen liegt, wie weit es von dir weggedriftet ist, wie viel Böses sich ausgebreitet hat, wie viel Gotteslästerlichkeit, wie Kirchen und Freikirchen auf breiter Front versagen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber dass du doch die Gebete der verbliebenen Treuen erhörst, noch einmal schützend und gnädig auf unser Volk herabschaust, auch auf die Regierenden, die Herrschenden, auch bei den schon erwähnten Gerichten, dass sie sich doch von dir führen, zurechtbringen, vom Bösen abwenden, dem Rechten zuwenden lassen, Herr. Auch in den Medien, Herr, die so eine wichtige Rolle spielen, die Journalisten, dass wirklich echter, wahrhaftiger Journalismus stattfindet und nicht nur Meinungsmache und Erziehungskultur und Regierungspropaganda, sondern wirklich kritischer Journalismus, der Wahrheit aufdeckt, Fakten vermittelt und hier wirklich als wichtige vierte Kraft im Staat wirkt, um Schaden von unserem Volk abzuwenden. Wir bitten dich, dass du dich erbarmst und befehlen uns alle mit unseren Familien in deine Hände, auch für die kommende Woche. Auch alle Geschwister, die jetzt in dieser Woche vielleicht manche Herausforderungen in besonderer Weise zu bestehen haben, gib ihnen Kraft und Weisheit und Schutz von dir. Amen. Wir heben uns nochmal und beten noch mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.